Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und ich rede heute mit Dr. Niklas Napp. Niklas Napp hat eine sehr gute Dissertation zur Fliegerei im Ersten Weltkrieg geschrieben und betreibt außerdem einen militärhistorischen Recherchedienst in Freiburg. Experten unter euch wissen ja, dort ist das Bundesarchiv, das Militärarchiv. Das heißt, er hat einen direkten Zugang. Wer also Rechercheaufträge hat, bitte an Niklas Napp. Doch kommen wir zum Thema, Niklas. Du hast ja, wie gesagt, eine Arbeit geschrieben zum Thema Fliegerei im Ersten Weltkrieg. Und die erste Frage ist, das war ja die Anfangszeit der Fliegerei, kann man ja sagen, also war ja noch nicht alt, dieses Mittel der Kriegsführung. Wie wurde man überhaupt Militärflieger im Ersten Weltkrieg? Zunächst mal vielen Dank, Jens, dass ich hier was beitragen darf. Also es gab im Ersten Weltkrieg verschiedene Wege, Pilot zu werden. Ganz ursprünglich die allerersten Piloten kamen zur Zivilluftfahrt. Viele von ihnen waren schon auch vorher Militärpiloten. Grundsätzlich haben sich die Piloten alle freiwillig gemeldet. Das gilt besonders für die Militärpiloten schon vor dem Ersten Weltkrieg, die ursprünglich alle von irgendwelchen Stammtruppenteilen kamen und dann so eine Art Zusatzausbildung gemacht haben, aber weiterhin zu ihrem alten Regiment auch gehörten. Während des Krieges war es dann so, dass weiterhin vor allen Dingen Freiwillige gesucht worden sind. Da wurden mehrfach Aufrufe gestartet, dass die Leute sich melden. Da konnte sich auch jeder melden. Und dann wurde vorrangig versucht, verwundete Offiziere gerade zu rekrutieren, die für den Dienst am Boden nicht mehr geeignet waren, weil sie halt schwer verwundet waren, nicht mehr laufen konnten und dergleichen. Und die wurden dann auch vorrangig rekrutiert. Stimmt denn diese Behauptung, dass sehr viele Piloten aus der Kavallerie kamen, weil man die ja im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs nicht mehr brauchte? Also meines Wissens gibt es da eine Untersuchung von Harald Potempa, der in seiner Dissertation dieser Frage nachgegangen ist. Demnach stechen die Kavalleristen unter den Piloten jetzt nicht hervor. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der Anteil gewesen ist, aber ich glaube, die meisten kamen tatsächlich eher von der Artillerie, also zumindest was jetzt die Beobachtungsoffiziere anging, deren Aufgabe auch eben das Beobachten für die Artillerie oft gewesen ist. Ich denke, das klingt schlüssig, weil die Kavallerie ja häufig dann einfach als Infanterie verwendet worden ist oder eben teilweise im Osten tatsächlich noch zu Pferd eingesetzt werden konnte. Das ist ja auch von der Warte her interessant, dass ja eine ganz wichtige Aufgabe der Flieger im Ersten Weltkrieg das Aufklären war und das Beobachten der Artillerie und ihrer Schüsse, ne, ob sie treffen oder nicht, also die sogenannten Artilleriebeobachter. Könnte man ja sagen, das würde auch Sinn machen, hauptsächlich da Artilleristen ranzuziehen. Ja, also die Artilleriebeobachtung ist vermutlich die wichtigste Aufgabe der Flugzeuge überhaupt gewesen, wohinter alles andere zurücktrat. Das merkt man auch gerade in den sogenannten Großkämpfen, wenn also irgendwie am ersten Tag an der Somme oder sowas, dann mussten alle anderen Aufgaben zurücktreten, was dann vor allen Dingen eben um diese Artilleriebeobachtung gab. Das heißt also, Fernaufklärung wurde gestrichen. Und ja, okay, Jagdflugzeuge waren zu dem Zeitpunkt schon ein besonderer Zweig, aber alles andere, was eben so die normalen Arbeitsflieger gemacht haben, trat eben dahinter zurück, ja. Wie funktionierte denn die Ausbildung? Kam man dann in eine Flugschule? Ja, ursprünglich eben die allerersten Piloten, die eben noch Zivilisten sind, haben sich das Fliegen selber beigebracht. Es gab auch ein paar Militärpiloten, die es sich selbst beigebracht hatten, wie zum Beispiel Hans-Joachim Budecke, der auch ein bekannter Name ist. Dann aber so in der Regel haben die das tatsächlich an irgendeiner Schule gelernt. Am Anfang gab es dann vor allen Dingen für die Preußen in Döberitz eine Flugschule, wo viele das gelernt haben. Und später kamen dann weitere Fliegerschulen dazu. Es gab ja dann die verschiedenen Fliegerstationen, die über das ganze Reich verteilt waren, wo man das gelernt hat. Und dann kamen später noch für die einzelnen Ausbildungszweige noch besondere Schulen hinzu. Also Artilleriebeobachterschulen gab es mehrere. Am bekanntesten sind wahrscheinlich Nummer 1 und 2 in Großautz. Es liegt, ich glaube, in Litauen. Dann die Bombenfliegerschule in Frankfurt an der Oder. Also da kam dann alles Mögliche noch dazu. In der Regel hat man es tatsächlich an den einzelnen Fliegerstationen im
Bereich gelernt, ja. Jetzt war das ja relativ neu. Haben die damals schon Vorschriften gehabt, wie so eine Ausbildung ablief, oder verlief das noch recht hemdsärmlich, sage ich jetzt mal, dass dann der Lehrer einfach gesagt hat, du bist jetzt bereit zu fliegen? Also wie kann man sich das vorstellen und wie verlief auch die vielleicht die taktische, die militärische Ausbildung? War das auch schon in den Schulen, dass man dann auch das militärische Fliegen da gelernt hat, oder hat man da nur das reine Fliegen gelernt? Also, oder es veränderte sich wahrscheinlich auch im Verlauf des Krieges. Ja, das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Also es gab schon von Anfang an Vorschriften, die waren allerdings natürlich damals noch nicht so weit gefasst. Auch das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Also es gab zum Beispiel irgendwie in Döberitz die Regel, dass man nicht zu weit außerhalb des Platzes fliegen durfte, zumindest am Anfang, weil eben die Piloten keine Außenlandungen machen sollten auf Terrain, das man nicht kennt und das auch gefährlich sein könnte. Das war zum Beispiel eine Regel. Aber es gab dann jetzt keine Regel, zum Beispiel was eben das Landen anging oder wie viele sich gleichzeitig im Luftraum aufhalten durften. Deshalb ist zum Teil auch echt gefährlich gewesen sein soll, wenn dann da irgendwie 2 Dutzend Flugzeuge über dem Flugplatz kreuzten. Ansonsten gab es schon alltägliche Abwägungen, wie das ablaufen sollte. Am Anfang wurde es meines Wissens geübt mit sogenannten Platzrunden, dass also der Lehrer zusammen mit dem Schüler losgeflogen ist und dann hat der Lehrer zuerst eben den Flug durchgeführt und der Schüler musste sich das angucken und durfte dann nach und nach mit jedem Flug irgendwie ein Steuerinstrument übernehmen, bis er das dann eben allein geflogen ist. Und danach, sobald sie dann ihren ersten Alleinflug gemacht hatten, durften sie dann zusammen mit einem Beobachterschüler fliegen. Dann gab es irgendwie die Überlandflüge und da musste man eben bestimmte Übungen erfüllen, also Platzlandungen, wo man an einer bestimmten Stelle dann irgendwie landen musste und sowas. Genau, also es wurde schon sehr eingehend durchgeführt. Mit der Zeit, dann, als man die ersten Erfahrungen gesammelt hatte im Krieg, dann kamen eben auch so taktische Sachen dazu, die am Anfang ja eigentlich noch gar nicht vorhanden gewesen sind. Aber dann gab es ja eben auch diese Jagdfliegerschulen in Valenciennes eben zum Beispiel. Da wurde dann der Verbandsflug geübt. Da wurden auch, denke ich, bestimmte Angriffsverfahren geübt. Man hatte da zum Teil Kameras eingesetzt, also so Fotokameras, womit man dann nachvollziehen konnte, ob dann tatsächlich das Fadenkreuz auf dem Gegner gelegen hat und sowas, um das so zu üben. Ja, also das wurde schon eingehend geübt. Was ein bisschen vernachlässigt wurde, war vielleicht der Kunstflug. Der galt bei vielen als überflüssig und auch als gefährlich, während eben die Briten damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Interessant, also es gab schon Schießkameras im Ersten Weltkrieg. Das war mir auch neu. Das ist natürlich bemerkenswert. Wie entschied sich denn, dass ein Flieger einer bestimmten fliegerischen Waffengattung zugehörig wurde? Also war das ein Jagdflieger wurde oder ein Bomber oder ein Aufklärer? Wurde das von oben gesteuert oder haben die sich da freiwillig gemeldet? Wie würdest du das einschätzen? Also es gab zu Beginn des Krieges verschiedene Möglichkeiten, in diese Truppengattung reinzukommen. Aber es gab damals noch nicht so große Unterschiede bei den Fliegern an sich. Die meisten waren am Anfang eben Truppenflieger. Es gab dann auch schon einige, die als Artillerieflieger ausgebildet worden sind. Am Anfang hat sich das aber noch nicht so stark unterschieden. Also im Grunde genommen unterschied es sich damals nur darin, ob jetzt jemand Pilot war, also das Flugzeug geführt hat, oder ob er Beobachter gewesen ist. Erst mit der Zeit haben sich dann diese verschiedenen Gattungen separiert und dann war vieles eben Neigungssache. Bei den Truppenfliegern, die eben Luftaufklärung gemacht haben und Bombenangriffe durchgeführt und die Artillerie beobachtet haben und sowas, da sich das eben, war es so ein bisschen eine Neigungssache. Ähnlich war es dann nachher mit den Jagdfliegern, wobei eben die Jagdflieger, also es ging ja mit den Einsitzern los, die gehörten dann am Anfang auch noch zu diesen Truppenfliegerabteilungen, dass dann eben einzelne Leute sich darauf dann vermutlich ja beworben haben, die haben das dann eben bekommen. Und so ging das dann los und erst mit der Zeit wurde es dann verändert. Dann gab es zum Beispiel dann die Brieftaubenabteilung Ostende, wo dann auch ja die Leute dorthin berufen worden sind, weil sie eben irgendwie als gute Piloten bekannt waren. Dann wurden die eben Bombenpiloten. Und später haben sich viele auch zu den Jagdfliegern beworben und da war da
Bedarf auch groß, sodass man auch viele Leute genommen hat. Die sind dann auch direkt über die Jagdfliegerschule gekommen, wo sie eben dann ausgebildet worden sind. Es ist aber wohl auch so gewesen, dass man viele Piloten, die von den Abteilungsführern als nicht so gute Piloten betrachtet worden sind, dass sie dorthin versetzt worden sind. Die wurden dann vorgeschlagen und dann hat man sie versetzt. Also gute Piloten, die man gebrauchen konnte, die hat man lieber bei sich behalten, vor allen Dingen, weil es später auch schwierig war, gute Piloten eben zu finden, gerade Beobachter. Also jemand wie Richthofen, der zuerst Beobachtungsoffizier gewesen ist und dann Jagdflieger geworden ist, das hat es dann später, also so um 1917, 18 hat es das nicht mehr gegeben, weil die gesucht waren. Man konnte die nicht entbehren, davon gab es zu wenige. Also von daher wurden Leute auch weggelobt oder angeblich wurde ja Ernst Udet sogar strafversetzt, weil er ein Flugzeug im Kurvenflug vernichtet hatte. Er ist abgestürzt kurz nach dem Start, dass man dann gesagt hat, also der kann hier, den können wir nicht gebrauchen, der kommt woanders hin und dann haben sie ihn zu den Jagdfliegern versetzt. Ja, also da gab es verschiedene Wege. Es ist eben auch eine Neigungssache gewesen. Man konnte vermutlich auch angeben, was man gerne machen wollte. Das war aber keine Garantie, dass das dann auch tatsächlich gemacht worden ist. Also ich weiß, dass eben gerade in Bezug auf die Leute, die eben schon Beobachtungspiloten waren, die mussten dann nicht mehr woanders hin. Die haben nicht mehr fliegen gelernt. Da schließt sich bei mir noch eine Frage an, bei Leuten, die nicht mehr fliegen gelernt haben. Es gab ja bestimmt eben Pilotenanwärter, die das dann nicht konnten oder unfähig waren zu fliegen. Wurden die wieder zurückversetzt zu ihrer alten Truppe oder wie lief das? Ich glaube, ich kann das jetzt nicht belegen. Ich glaube tatsächlich, diese Leute wurden zurückversetzt zu ihren Truppenteilen. Also zumindest ist es vor dem Krieg so gewesen, weil man da eben einem Stammregiment angehört hat. Wenn man diesen Fliegerlehrgang, diese Extra-Ausbildung nicht bestanden hat, ging man halt zu seinem Regiment zurück. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man sie vielleicht auch in anderen Bereichen der Fliegertruppe verwendet hat. Also meines Wissens konnten sehr viele Abteilungsführer gar nicht fliegen. Als man zu Beginn des Krieges extra Abteilungen aufgestellt hat aus den Friedenstruppenteilen, brauchte man viele Abteilungsführer. Und die kamen dann oft von der Infanterie und konnten eben selbst gar nicht fliegen, haben das nicht gelernt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch in diesen Bereichen in der Verwaltung dann eben die Leute dann eingesetzt hat. Ja. Also sozusagen beim Bodenpersonal im weitesten Sinne. Ja, es ist ja auch so, es haben sich ja auch nicht nur Offiziere beworben, sondern eben auch Unteroffiziere und Mannschaften und sowas, dass also diese Leute eventuell auch in anderen Bereichen verwendet worden sind. Wobei die meisten Angehörigen des Bodenpersonals vermutlich Handwerker gewesen sind. Das heißt also, man benötigte wahrscheinlich auch einen bestimmten Beruf, um dort genommen zu werden. Wie weit ist deine Kenntnis bezüglich der Unfälle bei der Fliegerausbildung? Ich könnte mir vorstellen, du hattest ja schon Ernst Udet jetzt auch erwähnt, dass das relativ hoch gewesen ist. Ja, also das ist auch geschildert in der Dissertation von Harald Potemper, dass also die Unfallzahlen sehr, sehr hoch gewesen sind. Also in einem Maße, das wir uns heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen können und das auch niemals toleriert werden würde. Potemper hatte das nur für die bayerische Fliegertruppe untersucht und er kam da, glaube ich, zu einer Verlustrate von 50% an den Toten der Fliegertruppe insgesamt. Also nur der bayerischen Fliegertruppe, aber an der Front und in der Heimat, dass also in der Heimat 50% der Leute ums Leben gekommen sind. Und es gibt eben auch eine Schilderung von Hans-Gerd Rabe, wonach diese ganzen Begräbnisangelegenheiten von vornherein geregelt worden sind, dass also auf dem wöchentlichen Dienstplan drauf stand, wer das Beerdigungskommando stellt und wer den Begräbnisdienst durchführt. Ja. Das sind ja Verlustraten, die wir dann auch in der Endphase des Zweiten Weltkriegs sehen, von der war daher nicht ganz überraschend, sage ich mal. Aber Niklas, damit danke ich dir. Wir haben da jetzt die wichtigsten Fragen, wie wurde man Flieger im Ersten Weltkrieg, beantwortet. Und ich freue mich, dass das geklappt hat und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video und Interview wieder. Danke dir. Gerne. Tschüss.